In all ihren Forschungsjahren hat die Ägyptologin diese geheimnisvolle Struktur nie genauer untersucht. Ich bin diesem riesigen Steinblock zum ersten Mal so nah. Ich kann nicht einmal die Spitze sehen. Aus der Nähe kann sie seine Form ausmachen und versteht, was es ist. Das ist der wohl größte Obelisk, der je erschaffen werden sollte. Arbeiter hatten begonnen, diesen kolossalen Obelisken aus einem Granitfelsen zu schlagen. Hatten das spitz zulaufende Denkmal dann aber unfertig liegen lassen. Pharaonen errichteten die Obelisken mit Inschriften, die ihren Namen und ihre Herrschaft glorifizierten, um ihre Autorität in ganz Ägypten zu prägen. Dieser Obelisk wäre mit 40 Metern knapp 10 Meter höher gewesen als alle anderen. Am erstaunlichsten ist für mich, dass es ein Monolith ist. Wir sprechen hier von einem einzelnen, ununterbrochenen Stück Stein, von ganz oben bis ganz unten. Er wurde von einem weiblichen Pharao, der Königin Hatschepsut, in Auftrag gegeben, die 150 Jahre vor Tutanchamun herrschte und war für einen großen Tempel in Karnak, etwa 230 Kilometer flussabwärts, vorgesehen. Das ist sehr außergewöhnlich. So etwas gibt es nicht noch einmal. Obelisken waren für die Pharaonen wichtig. Doch sie brauchten den Nil, um sie zu ihren Pyramiden und Tempeln zu transportieren. Ägypten hatte großes Glück, solch einen Steinreichtum zu haben. Doch ohne den Nil wären sie nicht weit gekommen. Der Fluss war eine Verbindung zwischen Süden und Norden und war sozusagen die Autobahn der Antike. Die Menschen waren für ihre Transporte auf den Nil angewiesen und nutzten vorherrschende Winde, um nach Süden zu segeln, und die Strömung, um nach Norden zu gelangen. Um leichte Ladungen zu transportieren, verwendeten die Ägypter Boote aus Papyrusschilf. Für schwerere Frachten verwendeten sie stabile Holzschiffe. Während der jährlichen Flut des Nils transportierten sie etwa 8000 Tonnen Granit aus den Steinbrüchen im Süden zu den Pyramiden, die sie hunderte Kilometer weiter nördlich bauten. Sie bauten sogar riesige Frachtschiffe, um gigantische Obelisken von Aswan zu ihren Tempeln weiter nördlich zu schaffen. Keines der Monumente im alten Ägypten, von Obelisken und Tempeln bis zu den Pyramiden, wäre ohne den Nil möglich gewesen. Das alte Ägypten hätte vollkommen anders ausgesehen, hätten sie den Fluss nicht für den Transport ihrer riesigen Denkmäler verwenden können. Daniel untersucht, weshalb Hatschepsuts riesiger Obelisk, der größte jemals in Auftrag gegebene Obelisk, hier zurückgelassen wurde. Und die Antwort liegt direkt vor ihrer Nase. Der ist ja schön. Das ist einer der Schlagsteine. Dieser Diorit ist einer der Steine, die verwendet wurden, um den Obelisk aus dem Fels zu schlagen. Der Stein wurde verwendet, um den Fels in seine Obeliskform zu bringen. Diese Mulden zeigen uns das Verfahren, das genutzt wurde, um ihn Stück für Stück aus dem Fels zu schlagen. Dieser gigantische Obelisk wurde ausschließlich mit menschlicher Arbeitskraft geschaffen. Sie entdeckt ein Problem, das dabei entstanden ist. Hier sind einige sehr große Risse, die sich im Obelisk gebildet haben. Das war ein Problem, das nicht behoben werden konnte. Der Obelisk wäre in Stücke gebrochen, sobald man ihn bewegt hätte. Diese riesigen Risse sind der Grund, weshalb dieses Projekt aufgegeben wurde.